Einen schönen guten Morgen. Heute ist der 15. Dezember und das heißt, wir machen wieder das Türchen auf. Und ich habe leider schlechte Neuigkeiten, denn Darth Vader liegt jetzt gerade quasi im Krankenhaus. Der ist heute im Bacta-Tank, weil er ist ja gestern vom B-Wing angeschossen worden. Deswegen liegt der heute leider im Bacta-Tank und na, wir gucken mal. Dave ist aber da und ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ich meine, ich hätte von Dave irgendwo, als Vader ins Krankenhaus transportiert worden ist, meine ich ihn irgendwas von wegen Rache gemurmelt zu haben, zu hören. Wir lassen uns überraschen. Wir sind gespannt. So. Hier. Guck mal, der B-Wing fällt sogar schon runter und Dave kippt auch um. Muss man selber gucken. Was haben wir denn hier überhaupt? Das ist ja cool. Ich glaube, da muss ich mal so ein bisschen ranschieben hier. Der ist cool. Ist ein TIE Interceptor. Der hat richtig viele Teile. Können wir mal so ein bisschen... Mal gucken, so viel kann ich, glaube ich, gar nicht reden, wie ich da bauen muss. Boah, das sind... Ey, das sind Teile, hey, ich sag's euch. Ich sag es euch. Da können wir richtig viel bauen. So, na, dann fangen wir doch einfach mal an. Guck mal, ja, es ist, ist auch ein bisschen dunkel irgendwie hier. Ist auch nicht. So, oh, das ist ja dann hier. Ich hab doch schon... Das ist ja... So. Und da oben drauf. Und dann... Zack. Hier so. Und die Schüssel drauf. Also ganz richtig stabil ist das hier aber auch noch nicht. Also hier so ein zum Abpinnen. Nichts zum Fixieren. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht... ist es ja doch stabiler als gedacht. So, dann haben wir Teil A und Teil B. A-Teil und B-Teil. Nicht A-Hörnchen und B-Hörnchen, das ist was anderes. So, eins und zwei und dann noch ein Verbindungsteil. So. Zack, so. Sehr schön. Das ist das obere Teil. Dann machen wir das Ganze auch mal unten. So. Yeah. Ja, da sind auch noch genug Teile. Ich hatte kurz die Befürchtung, das ist halt auch schön. So könnte es auch glatt schon als TIE Reaper durchgehen. Aber es ist tatsächlich kein... Ist es tatsächlich nicht? Nein. Wo habe ich... Hier. Zack. So. Sieht schon ganz manierlich aus, finde ich. Man weiß, wo die Reise hingeht. Oh, ich hab gerade gesehen, ich habe noch ein Teil vergessen. Oh, wichtiges Teil. So. Das Gute ist ja, dass die Teile tatsächlich sehr... verkehrt rum drauf geklippt. Das wäre nicht so gut gelaufen. Es sind viele Teile, aber es ist eine doch relativ repetitive Aufgabe, wie man so schön sagt. Oh, hätte ich jetzt andersrum machen können? Ich glaube, es spielt keine Rolle, oder? Soll ich den inneren... Komm, nehmen. Der innere Monk schreit. Es tut mir leid. Der innere Monk schreit. Das muss genauso aussehen wie der andere auch. Wahrscheinlich habt ihr auch gerade schon gedacht. So, geht gar nicht. Dunkles Grau zu dunklem Grau. Und helles Grau zu hellem Grau. Ja. So, dann kommt hier noch der Cockpit-Fenster noch drauf. Und fertig ist der TIE Interceptor. Das ist... Ich glaube, mit eines der coolsten Modelle, die wir bisher gehabt haben. Auch von der Größe her, für einen TIE Interceptor, wenn ich das so mit so einem Acclimator Cruiser vergleiche oder hier so ein Arc Fighter, ist schon geil. Aber ich mag den Interceptor, ist generell ein sehr schönes Schiff. Und dann können wir jetzt auch hier das Ganze wieder zurückschieben. Oh, mal gucken.
gucken. Ja, ist auch ein Wunder und natürlich ein weiteres Schiff. So. Und da würde ich sagen, passieren hier merkwürdige Dinge. Wie gesagt, ich habe Dave. Oh, warte mal. Muss ich hier ein bisschen weiter nach hinten machen? Ah, warte. Kann ich auch mal ein bisschen hier runterdrehen. Da, so. Damit ihr seht, was passiert. Denn der Interceptor landet. Und Dave marschiert. Ich ahne nichts Gutes. Ich ahne nichts Gutes. Ja, was aus unserem guten Dave wird? Vielleicht doch noch ein Dave Vader? Lassen wir uns überraschen. Ja, man darf gespannt sein. Schaltet auch morgen wieder ein. Zu Dave Star Wars Story. Nein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Kommt gut durch den Tag und bis morgen. Tschüss.